Und willkommen zu Mortal Kombat X. Und heute wird mal wieder ein bisschen rumgekloppt. In diesem Fall auf dem Endless Tower. Wieso? Scorpion. Weil es Spaß macht. Also, hier ist der Gegner 1. Gucken Sinn. Eigentlich keine große Herausforderung. Wir fangen ja sowieso auf den niedrigen Schwierigkeitsgrad an. Leicht. Ja, so gesehen leicht, aber es wird genannt sehr leicht. Es wird auch immer weiter steigen, sonst wäre es sehr langweilig, sehr leicht. Das ist mal Anfang Gegner 99, bringt nichts. Was passiert, wenn ich dich besiege? Das Cool. ist unmöglich. Die Herausforderung nehme ich an. Round 1, fight! Also ich hatte die Geschichte ja jetzt fertig, also ich habe die jetzt fertig, aber ich habe die noch nicht abgeloadet und so. Ich habe die noch nicht für euch gespielt, aber ich müsste dann noch hochladen. Auf jeden Fall fand ich die Story wirklich stressig, die war viel zu kompliziert, viel zu unnötig. Weil, ja, die war halt wirklich unnötig. Das ist ein Ende. Die brauchte kein Mensch. Ganz ehrlich, die brauchte wirklich kein Mensch. Wieso ich mit Scorpion spiele? Achso, mit dem habe ich am meisten geübt und so. Deswegen kann ich mit dem auch am meisten Kombos. Ich kenne seinen Fatality auswendig. Das ist keine höhere Magie, aber ich glaube, ich werde nicht mal so viele Fatalities von ihm einsetzen, weil irgendwie Facts ein bisschen zu pushen, mache ich meistens Facts und Kills in Türen. Wartet, ob es vielleicht überhaupt geht. Ja, hier, ein Facts und Kill. Leider hat jeder denselben Facts und Kill, deswegen wird das, ja, öfters mal langweilig. Aber wenn es einem gefällt, kann man genau denselben mit jedem Charakter machen. Man muss die richtige Facts haben. Die Facts und Kills, die ich mache, sind die von den Special Forces. Die absolut schlechteste Facts im ganzen Spiel. Aber wenigstens haben sie gute Kills. Oh. Die Woche, Alter. Ich hasse die. Der Schwarm grüßt dich. So, so. Und dann frisst er dich. Round 1. Fight. Ich sag die Woche, aber die ganze unnötig ist im ganzen Spiel. Wenn wir mal von dem Wiedergänger haben. Ablenkt, dann ist das wirklich hier der schlechteste Charakter, den es im Spiel gibt. Das einzig Gute, die hat blaues Blut, blaue Knochen, alles blau. Also jetzt ist nur blau. Und sind doppelt so nervig. Wie ihr seht, erste Sachen, keine Herausforderung. Aber hey, kann ja auch mal sein. Ihr wisst ja, es gibt drei Stile für jeden Charakter. Die machen manchmal auch was Optisches. Wie zum Beispiel hat jetzt ihre komischen Käferlein um sich herum und trägt die Kapuze. Nicht so, als wenn sie Brutmutter ist, da trägt sie halt keine. Und ja, das macht das auch ein bisschen anders. Weil die gehen von links defensiv zu rechts offensiv. Ich kämpfe gerade mit der Kampfeinstellung Ninjutsu und ja, das klappt eigentlich sehr gut. Ach, scheiße. Ging nicht. Hab versucht Pack zum Kill, ging nicht. Hab versucht Fatality, geht nicht. Was, wisst ihr, manchmal ist das total unnötig. Es gibt ja die Entfernung weit, nah und mittel. Mittel ist ausbaufähig bis zum geht nicht mehr. Weit geht manchmal gar nicht. Nah ist das Einzige, was wirklich klar ist. Das ist wirklich das Einzige, wo man. Sei auf der Hut, Feuerwesen. Wovor sollte ich Angst haben? Auch meine Flammen brennen heiß. Was für Flammen, Alter? Fight. Will er selbst umbringen? Okay. Ich fand jetzt Kotal Kahn so gesehen nur wirklich für
so etwas nützlich, weil der hat keinerlei Partei, der ist da ja die Saug von Outworld, aber... Das ist ein Ende! Aber ich verstehe nicht, was dieser Charakter bewirken sollte. Zur Hölle gehen die nicht. Alter, ich hasse die. Ich meine jetzt nur im Kampf, nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Skorpion. Der Thron bleibt dir versagt. Mir bleibt nichts lange versagt. Round one. Fight. Ganz ehrlich, die ist der wirklich schlechteste Kämpfer in Mortal Kombat X. Und nein, ich meine nicht schlecht in dem Sinne. Ich meine schlecht, weil die nur zwei Bedachte irgendwelche dämlichen Fächer in die Eier werfen oder ins Gesicht oder sonst wohin. Und diesen Müll namens Teleportation. Also was wie Scorpion nur von oben. Und das kann man nicht blocken. Jeder, der den ein bisschen trainiert, der kann online schnell Rang 100 werden. Es gibt kaum Techniken gegen Lina. Würde ich mir jetzt auch schwer spielen. Okay, ich würde auch nicht gegen Scorpion auch schwer ankommen. Aber ich würde sowieso so total versagen. Da braucht es nicht viel da. Dafür ist direkt auch, wenn ich den online muss, ich gehe direkt raus, egal was ist. Alter. Wieso zur Hölle hatten keine Fatalities mehr? Scorpion wins. Ich muss das. Wir haben nur einen bisher hingekriegt. Mehr geht irgendwie nicht. Juhu, Sub-Zero. Auch so ein Charakter mit einfrieren und so. Lin Kuei, Abschaum! Der Tod ist eine Ehre, die dir nicht zusteht. Round 1, Fight! Sub-Zero kann viel, aber meistens wird im Online-Modus so eher einfrieren genutzt und dann schlagen. Schade, dass nicht alle Charaktere so irgendwas haben. So müssen sich manche echt auf Offensiv beschränken. Vermutlich ist das der defensivste Kampfspiel überhaupt. Ganz klar defensivste. Der unverwüstlich ist ja ganz klar unverwüstlich. Das ist ein Ende. Ich hoffe, diesmal kriege ich endlich mal Fatality hin, Alter. Oder sonstiges. Faction Kill geht auch, aber es geht irgendwie gar nichts. Die werden nicht aktiviert. Das, diese Eisrüstung. In der wird man sowas von unbesiegbar. Okay, wenn ich hier bin, bin ich jetzt mit dem Gameplay, mit den Kombos nicht gerade zufrieden. Warte, ich zeig's euch mal. Hier. Das sind wirklich alle Kombos, die Scorpion erlernen kann. Mit Ninjutsu, der meisten Kombos. Und das ist ganz klar enttäuschend. Ich hab schon ein paar mehr Kombos gewünscht, weil manchmal ist es echt leer so. Hier ist ein Fern, meine ich. Puh, X-Way. Ich guck jetzt nochmal nach. Beim besten Willen, ich guck nach. Ja, das habe ich die ganze Zeit über eingegeben.
mache das die ganze Zeit über, Alter, nichts passiert. Ich kann es auch nicht mehr, dass er das nicht nimmt, aber ich habe gerade eben auch noch mal Tower gespielt und ja, da ist das halt nicht passiert. Ich bin bis Runde 20 gekommen, jedes Mal, also 19 Mal hat Fatality funktioniert. Endlich begegne ich Scorpion. Du wirst hieran keine Freude haben. Wohl eher als du. Round 1. Fight! Das ist genau wie ihr dämlicher Vater. Großes Mundwerk, nichts dahinter. Mit diesem Charakter muss man lange arbeiten, bevor man so etwas kann. Und dann wird sie zu einem der besten, verfickten Kämpfer. Und das finde ich, naja, kommt drauf an, wie man das finden. Wenn man mal bedenkt, dass jeder Charakter dieselbe Chance haben sollte, wenn man den richtig kann. Ja. Das ist ein Ende. Round 2. Fight. Naja, wir mal was Neues. Nicht immer dieselben alten Suriken-Blagen. Wir müssen die jetzt mal ein paar von denen nochmal richtig klappen. Obwohl ich finde, der ist noch nicht wirklich gut. Wir haben jetzt schon einen Revolverhelden da und so gut wie jeder kann irgendeine Feuerwaffe verwenden. Und ja, und Scorpion und Lablivo stehen da immer noch mit ihren Suri-Camps und Schwertern. Manchmal bezweifle ich, dass die in den kommenden Saisons noch eine Chance haben. Mortal Kombat 11 vielleicht noch, Mortal Kombat 12 vielleicht nicht. Ja, scheiße. War nicht darauf eingestellt. Diesmal wäre vielleicht sogar gegangen. Nee, egal, trotzdem. Scorpion und Sub-Zero, die hatten eine gute Geschichte, die waren in jedem Teil dabei. 1 bis 10, die waren immer dabei. Aber ich finde, die werden alt. Und ich meine nicht nur körperlich alt wie hier, sondern die beiden, die sind keine richtigen Feinde mehr. Komm hier rüber! Du stellst deine Stärke gegen meine Macht. Kopf groß, leichtes Ziel. Round 1. Fight. War es jetzt ein Scherz oder so? War es ein Scherz, den ich verstanden habe, oder? Sind die beiden allein nicht? Ich meine, das ist doch total unfair eigentlich. Selbst wenn Terra so gut wie nichts macht und Thor die ganze Arbeit macht, finde ich das dennoch komisch. Das ist ein Ende. Round 2. Fight. Obwohl ich finde, die haben bei der Geschichte nicht gut durchgedacht, weil dort hat jeder irgendwie eine Rolle gekriegt und keiner war so wirklich wichtig, außer Cassie und Lonnie. Der Rest war Nebengedöns, den man nicht brauchte. X-Way! Nett. Knack, so, jetzt. Alter, wieso klappen die nicht? Klappt nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber klappt nicht. Scorpion wins. Ihr habt ja gesehen, erste Mal hat geklappt, 50 Kaliber, aber jetzt? Jetzt klappt nichts, Fatality nicht, halt, die wollte ich jetzt eigentlich ein paar machen, nur auch so ein 17 Punkte, aber geht ja nicht. So toll bist du nicht. Ich beweise dir das Gegenteil. Na dann beweis mal. Wow. Round 1, fight! Ich muss eigentlich jeder in Mortal Kombat ein Kind haben. Genau dieselben verfickten Fähigkeiten, nur anders, sieht anders aus. Und ist leider noch ein bisschen kleiner. Obwohl ich finde, dass
die ein bisschen geopert.